Ich komme jetzt rein und schmück den Baum. Baum. Ja. Oh, sieht schön aus. Oh, sie lebt anscheinend noch. Ich mache mal die Tür zu. It's all some stupid prank, Mark. Moving corridors? What nonsense! I saw your friend in the window and I know she's just hiding somewhere. She just moves really fast. And that's it. It's nothing special. Joyce, das ist kein Witz, du musst da weg! Oder Joyce, hör mir zu. Das ist nicht eine Bekannte, meine Bekannte. Versteck dich irgendwo und ruf die Polizei! Warum machen wir das eigentlich nicht? Let's just assume that I believe you. First, tell me where you are now. What's going on with you? Ich habe gerade deinen Weihnachtsbaum geschmückt. Hauptsache, wir geben ihr einen Tipp, den wir selber noch gar nicht in Erwägung gezogen haben. Das ist gut, ne? Das ist verdammt gut. Es ist, als würde ich träumen. Das Haus verändert sich. Irgendeine Irre sucht nach mir, oder? Ich glaube, ich habe deine Weihnachtsdeko gefunden. Ich muss sie hergebracht haben. Einfach so, als wäre alles normal. Ach übrigens, Schatz, ich habe auch den Baum geschmückt. Die Irre sucht nach mir. You saw a woman, right? Ja. But if it's true. Ja. Fine. You said I need to hide. I'll do that and then. Oh, Joyce glaubt mir. Weihnachtsbaum? Wie wir die Zeit hatten, den Baum so zu schmücken, Alter. Da kann doch keine echte Gefahr von dir ausgehen. Wenn du schaffst, den Baum so krass zu schmücken. weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Ich fühle mich nicht sicher. Und dabei bin ich mir ziemlich sicher. Geht schon wieder auf Pilgerfahrt. Sie steht da nur, ne? Sie bewegt sich, glaube ich, nicht. Scheiße. Warte mal. Wir haben hier nichts um uns. Doch, da, der Tisch. Moment. Aber echt geiles Game, auf jeden Fall. Also dafür, dass ich dafür nichts bezahlt habe, ist das ein richtig gutes Spiel. Für 0 Euro kann man empfehlen. Was kostet das Spiel eigentlich im echten Leben? Für Menschen, die sich sowas kaufen müssen. Habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Schwierig. Wir müssen sie triggern einmal, ne? Wir müssen sie triggern und wegrennen. Mach doch das Licht aus! Loopfilter deaktivieren! Und runter. Hey, Moment mal, sie kommt jetzt angekrochen. Wie kann sie uns da nicht sehen? Ach, yeah. Und der Kopf, der hängt aber nicht mehr so wunderbar. Yeah. Das Spiel kostet 5,69 mehr nicht. Ich muss euch jetzt aber ehrlich sagen, ich glaube, sie hat uns eigentlich gesehen, ne? Sie war sogar auf deiner Höhe. Ja, sie. Ich habe Hosenteil vergessen zuzumachen. Sie hat direkt in den Schlitz geguckt, Leute. Der Lolli hätte poppen können, aber nein. Nix. Ja gut, wir könnten jetzt... Aber wisst ihr, das meine ich. Guck mal hier, die Fenster, das sind ganz alte. Die kannst du mit deiner puren Muskelkraft einfach aufdrücken. Das ist gar kein Thema, hier zu entkommen. Gar kein Thema. Also da draußen ist die Freiheit. Guck mal hier, das daneben, da durch und rein. Raus. Einfach, weißt du? Aber na gut. Soll nicht so sein.
Müssen wir jetzt nach Schächten Ausschau halten, um Eventualitäten zu entgehen? Maybe? Die Küche. Das ist sie, ne? Oh. Ja, warte mal. Jetzt mal nicht zu viel auf einmal öffnen. Wir müssen entspannt bleiben, ruhig. Moment, wir waren hier schon mal. Oh mein Gott. Wo zur Hölle sind wir, dass wir hier schon mal waren? Und kann sie jetzt hier kommen? Okay, die ist zu. Paul, deine Pizza steht noch hier, ne? Du musst sie leider Gottes nochmal in den Briefkasten, in den Ofen reinwerfen. Dein Schad hat einfach mehr Angst vor Schnee als vor verrückten Frauen. Ich bin mir nicht sicher, ob man das... Wir gucken, ob wir doch irgendwie durchs Fenster rauskommen, oder? Ich meine... Naja, klar, warum nicht? Ist ja nur ein kusiger Keller, dessen Licht flackert. Guck erstmal, können wir irgendwo hier drunter? Nee, ne? Ach du Scheiße. Hier sind, wenn das hier irgendwo so ein Schacht ist, wo die olle Trolle rausgesprungen kommt und dann so. Ich bin eine Katze. Ich. Ja. Oh, will jemand? Neben der Lichterkette kann ich alles mit rausnehmen. Komm, wir machen es ja jetzt richtig heiß im Schacht. Schöne. Eine schöne gefälschte Handtasche von Gucci. Oder Armani, oder wie sie alle heißen. Prada, oder... Mark, she's here! No! Don't touch me, bitch! Oh, sie hat irgendwas gemacht, um sie zu vertreiben. Erzähl mir deinen Trick! Das ist aber cool gemacht, das habe ich noch nie in einem Horrorspiel gehabt. Klang nach Feuerwerk, ja, ich glaube. I launched fireworks at her. It seems to have scared her off. I don't think she likes bright lights. Try to find something similar. Maybe that'll help you. Das wäre geil, einfach bei Paul die Pizza klauen. Der Knochenbrüche. Oder Knochenbrüche? Ja, klar, sie hat sie mit Knochenbrüche beschmissen. So, na, kennst du sie? Woher wusste sie, dass ich zu dir unterwegs war? Alles klar, ich muss was finden, was das hell ist. Sei vorsichtig, Joyce. Das heißt doch aber, wenn sie uns huntet, wir machen unser kleines Zündlichtlein an, das ist doch auch hell. Haut sie dann davor auch ab? Eventuell. Bisschen mehr. Aber hier. Ich habe no idea, ich hab keine Ahnung, wer sie ist. Do you think she was following us? Nein! Why? Quatsch! I can't even think about it. Mark, she can come back at any moment. What should I do? When I come for you. Halt dich weiterhin bedeckt und versuch leise zu sein. Ich schnapp dir eine Taschenlampe und noch mehr Feuerwerkskörbe. Versuch sie mit hellem Licht zu verjagen. Das mach mal. Ich hab, ganz ehrlich, die kann sich opfern. Ich will hier einfach nur lebend rauskommen. Zack, kannst du ein bisschen ablenken. I'll try. Ja, das wird klappen. Ich vertraue mir. Suchen ihren Rat umzusetzen. Ah, das war falsch, ne? Ich glaube, das wird... Ah, das ist so ein Ding, wo wir... Wir haben wahrscheinlich ein Bad Ending, ein Mid-Bad Ending und ein Good Ending. Das Good Ending ist, wir kriegen beide durch. Das Mid-Bad Ending ist, sie stirbt, wir nicht. Und das Bad Friendly Ending ist einfach Game Over. Und ich glaube, die Entscheidung, die wir jetzt getroffen haben, dass wir gesagt haben, ey Bro, Budi, ne, du hast Aufgaben zu erledigen, nimm diese Quest und erfülle sie. Auf dich erwarten 3 Taler und dein Leben. Also es wird dich dein Leben kosten. Ich glaube, das ist
Schwierig. Ich glaube, wir haben sie jetzt mit dieser Aufgabe einfach gekillt. Im späteren Verlauf. Lange dunkle Gänge. Wäre rollende Fässer. Die Soundkulisse ist aber auch krank in dem Game, ne? Sehr atmosphärisch. Ja, das kann doch jetzt nicht sein. Wer bitte schön hat dieses Fass gerollt? Wer hat das Fass zum Überlaufen gebracht? Und wer hat die Kokosnuss geklaut? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich weiß nicht, aber ich will das hier auch gar nicht wirklich krass unterbrechen, aber... Meine Blase, die macht heute nicht so mit wie sonst. Muss, glaube ich, schon wieder gleich wieder einen Break machen. Schon wieder gleich nicht wieder. Ich bin gerade Brain AFK. Ja, wer hat das denn jetzt veranlasst? Da ist doch der Nagel gerissen, das war da aufgehangen. Wer macht denn so ein schweres Regal am Nagel dran? Ja gut, ich glaube, Leute, das ist ein perfekter Moment, um einfach mal das Licht einzustecken, Escape zu drücken, euch ein Bossmonster zu geben und mal meine Blase zu entleeren. Das Spiel, ne, das kostet 6 Euro. Es ist krass und es gibt wahrscheinlich mehrere Endings. Wir werden hier nur eins spielen. Ich würde gerne ein paar Tote mitnehmen. Wenn ich wüsste, dass man da nicht komplett von vorne anfangen muss, würde ich... ein paar Tote mitnehmen. Ich probiere das natürlich clean durchzuspielen. Was aber ein bisschen schade ist, muss ich sagen. Naja, gut. Dann geht's weiter. Ich muss hier lang, ne? Ach du Scheiße. Nee, hä? Doch. Ach du Kacke, na sowas liebe ich doch. Oh Gott, es ist so gut gemacht. Es ist grafisch top. Es ist sehr gut umgesetzt. Die Jumpscares sind einfach... Oh nein, das sieht kacke aus hier. Jetzt nicht zu schnell. Wow! Aber eigentlich auch ein hübsches Gesicht. Und sie ist biegsam. Ich weiß nicht, wovor wir wegrennen. Aber von dem Preis muss es doch voll kurz sein, oder? Ja, gut. Hast du wahrscheinlich wie jedes Indie-Horror-Spiel eine Stunde durch. Aber da gibt es welche, die sind wesentlich teurer. Ah! Okay, geil. Bisschen safe. Kabel? Oh nein. Hier gibt es Stromkabel. Ah, alles klar. Okay, wir müssen da durch. Und da ist... Natürlich. Was ist das denn? Hightech. Willkommen bei der Burg. Star Trek. Raumschiff Voyager, Leute. Titelmusik. Na gut. Dann lass uns mal zum roten Kabel gehen. Rückzugsort, Fragezeichen. Rückzugsort! Where is she? Oh fuck, Leute, macht doch nicht so einen Kack. Geh ins Licht. Ach so. Also ich meine, ne, aber hey, sie war doch gerade hier. Also so schrecklich kann das Licht für sie nicht sein. Wir brauchen ja ganz helles Licht. Ich hatte keine Angst vor der. Du Scheiße. Broke.
Okay, wir gehen zuerst zum Blauen, ne? Ich weiß nicht warum, aber ich habe mich spontan dazu entschieden. Ich habe meine Pizza, gibt eine Hotdog American Style Pizza. Ah, die gute mit dem fetten Rand. Geil. Das sind meine Schritte. Ich habe schon Angst vor meinen eigenen Steps, Mann. Wer legt denn das Kabel so? Okay, warte mal, das brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Oh, wir haben hier einen Rückzugsort und einen Brief. Eine Arztnotiz. Meine Ex hat sonniges Wetter auch nicht leiden können. Aber das war ihr geringstes Problem. Es tut uns leid, Ihnen das mitteilen zu müssen, aber Ihr Sehvermögen verschlechtert sich. Die Untersuchung ergab, dass Sie an einer Lichtüberempfindlichkeit leiden. Ich rate Ihnen, Tageslicht zu meiden, sowie andere grelle Lichtquellen. Hochachtungsvoll, Dr. A. Mulroff. Moment. Da steht Arztnotiz mit dem Text. Der Text ist ja das, was wir über das Objekt denken. Meine Ex hat sonniges Wetter auch nicht vertragen. Das heißt, das ist unsere Ex. Das passt ja auch zu dem Sehen. Die sieht uns nicht. Deswegen mit grellem Licht. Das ist unsere Ex. Okay, dann wissen wir ja schon mal, wer das ist. Aber why? MCA. Reagiert sie so? Und guck mal, hier sind auch überall Pillen, ne? Ich glaube, die hat sich mit Drogen weggeballert. Deswegen kann sie sich auch so, sich auch so biegen. Da war noch ein Bild, das wollte ich mir angucken. Ja, die ganzen Pillen und Spritzen. So. Juhu! Schätzelein, ich trinke kurz Kaffee. Sorry, ich habe den Chat geschlagen. Das sah weniger aus, als tatsächlich noch drin war, Leute. Jetzt mag der eine denken, ich kann nicht richtig trinken. Weißt du, für diese Art von Menschen kann ich nur sagen, Mann, liegt dir richtig. Golden richtig. So, okay, gut. Ich gehe hier wieder raus, ne? Du Scheiße, der ist ja richtig ausgetropft wie so eine Wildsau. Ich gehe raus. Kann ich reingucken? Hier, Bild. Oha. Moment, aber oha! Bild von dem alten Ehepaar. Fuck. Bild von dem alten Ehepaar. Die alte Frau ist rausgerissen. Kann das sein, dass wir eigentlich schon längst... Das ist bestimmt ein Geschenk drin. Wir sind die Alten, oder? Wir sind gar nicht mehr der junge Kerl. Alter, guck mal, wie gut das aussieht hier, dass wir einfach so sitzen sogar. Deswegen auch das Bild von dem alten Ehepaar. Ich glaube, wir sind wieder in der Vergangenheit. Sie kommt halt schon wieder. Okay, wir müssen ihr dann direkt hinterher. Jetzt ist sie da vorne. Da ist sie, da ist sie, da ist sie. Okay. Sie kommt. Oh, diesmal kommt sie sogar rein. How? Okay, und? Hinterher. Los geht's. Da trall die nicht. Verspreche ich euch. Machen wir kurz hinter ihr Licht an. Lauf einfach nur, Bro. Lauf einfach nur. Versteck. Boah, das ist hier ekelhaft. Man hört es einfach nur. Alter, das ist gut gemacht. Ich dachte immer, das sind Spinnenweben, das sind Gardinen. Ach so. Das sind Gardinen. Von Gardena. Das ist wieder ein Brief. Eilig geschriebene Notiz. Sie war von jemandem besessen. Wer auch immer es ist.
Ich hoffe, es geht ihm gut. Ja, wir. Wir. Achso, ich hatte mich vorhin schon gewundert, wo du Spinnenweben gesagt hast. Habt ihr Gardinen, habt ihr das erkannt, dass das so eine Tischdecke ist? Gardinen. Hat es erkannt, ja. Er sagte, dass er bei Freunden ist, Lügner. Ist es Anna? Ich muss seine Mutter anrufen. Bestimmt ist es eine Arbeitskollegin. Der sich mit der Sekretärin? Er trifft sich sicher mit jemandem. Wer versucht, ihn mir wegzunehmen? Violet? Natalie? Helen? Gönn mir doch meinen Spaß. Das ist wie Kali. Kali wird auch mal so. Ja, wo ist sie denn? Das Ding ist, die kann halt von überall jetzt kommen, ne? Oh nein. Ach du Scheiße. Hat er bestimmt auch nicht. Oh, das ist ja ein Pissraum. Die kommt ja auch rein, ne? Oh, schade, ich dachte, ich kann den Schädel nehmen. Kommen die jetzt hier rein oder nicht? Oh, perfekt. Nehme ich mit. Was sind das eigentlich, Best Money, Money can't buy. It's the best. That Bonnie kann bei, achso. So, warte mal, sie geht jetzt außen dran vorbei. Das heißt, jetzt könnten wir theoretisch da lang, ne? Bis wohin geht sie? Wir müssen Routen merken. Nee, jetzt geht sie. Achso, sie kommt hier rein. Verstehe. Nein. Hier gibt's gar nichts zu sehen. Hier bleibt alles so, wie es ist. Geh du mal hier raus. Okay, krank. Wir müssen wirklich jetzt eine halbe Stunde warten, bis sie wieder da ist. Glaube ich. Erst dann können wir an ihr vorbeigehen. Wenn sie hier lang geht, das heißt, ich kann mich... Nee, das ist mir zu unsafe, oder? Kann ich mich jetzt hier hinstellen? Sie geht einfach dran vorbei. Setzt voraus, dass sie immer eine andere Route... Oh, das ist mir zu... Egal, komm, scheiße. Sie wird dran vorbeigehen, ne? Hat sie ja gerade auch gemacht. Sie ist nicht hier reingekommen. Oder werden wir jetzt den ersten Tod sehen? Ich hoffe, dann ist das Spiel nicht vorbei. Vor allem haben wir jetzt Zeit ohne Ende. Ah, hier gab es noch zwei Wege. Gut zu wissen. So im Nachhinein. Ist das schon gut zu wissen. Gut, da können wir uns drin noch verstecken. Da auch. Licht. So, hier. Und da ist die Frau. Okay. Ach so! Die hat das gekennzeichnet. Das eine ist der Kerl. Und das andere ist die Frau. Ach so. Oh, Licht. Guck mal, wir machen Licht an. Moin, good news for you. Grüße dich. Ah, komm schon. Sie sieht ja eh nichts, ne?
Was? At last. I need to get ready. Ja, nimm mal ein Bad, okay? Du stinkst ein bisschen. So Spaß. Alles. Ich dachte mir, es geht nicht. Oh mein Gott. Okay, wir können, glaube ich, Tote ohne Ende mitnehmen. Das wusste ich nicht.